Christoph, du hast mal gesagt, das Klavier als Instrument hat dir nicht gereicht. Und dann hast du schlicht und einfach schon sehr früh angefangen, aus Pumpen, Hämmern und Blechen und allen möglichen Materialien Instrumente zu bauen, elektronisch gesteuerte Instrumente. Und seit vielen Jahren hast du in Herne in der Maschinenhalle der Zeche Teutoburgia dein Atelier, und das ist eben mittlerweile angewachsen zu einer riesen Sammlung von Instrumenten. Und du hast für deine Instrumente oder für das Orchester der Instrumente den Namen Aural Shape Orchestra erfunden und geprägt. Was verbirgt sich da genau hinter? Aural Shape ist eine Art Entsprechung zu einer deutschen Wortfindung, die Geräuschgestalten heißt. Geräuschgestalten, es sind eben auch Figuren. Sie haben eine Art Körperlichkeit und auch eine Art Charakter, Klangcharakter, Form und Charakter. Und das ist dann auch eine Gestalt. Nicht? Gleichzeitig ist es auch ein gestalteter Klang. Und Geräuschgestalten, wenn man das also englisch aussprechen wollte, war ein längerer Prozess, und Aural Shape ist dann etwas, was dem vielleicht in der Fantasie etwas entsprechen würde. Nicht? Das sind ja auch Shapes, sind Figuren, Schatten, Formen, und die Klänge erzeugen. Sounds wäre wieder etwas, was etwas sehr Breites. Ich fand Aural besser. Aber es sind eben quasi eigene Charaktere, die hier zu so einer Art kleinen Mini-Orchester sich zusammenfinden und auch miteinander dann kommunizieren, ihre Eigenartigkeiten, ihre Klangfarben zusammenbringen oder abwechseln, versuchen zu kooperieren, etwas Neues zu kreieren. Das Ganze ist dann eben das Aural Shape Orchestra, wenn alle Orchesterteilnehmer mitspielen. Thank you.
Christoph, dein Orchester besteht ja aus vielen, vielen Einzelteilen. Ich habe mal irgendwo gelesen und bei dir in der Zeche klingt das auch absolut plausibel, wenn man da ist, dass es mehr als 1000 Einzelteile sind, die sich zu unterschiedlichen Instrumentengruppen und Einzelinstrumenten dann formieren. Und diese Elemente, die haben ja auch Namen, die genauso ungewöhnlich sind wie die Objekte selbst. Also sie heißen Knackdose, Wuppi, Klöpper, Chromix, Type Drum, Browser, Schwirrer und Hopper. Und alle diese Instrumente sind, wir sehen hier ziemlich viele Kabel, sind aber in ihrer Klangerzeugung akustisch. Die Elektronik brauchst du, glaube ich, nur für die Steuerung. Was interessiert dich als Künstler, Ingenieur, der du ja mehr oder weniger, nicht nur mehr oder weniger, der du auch bist, wie ist dein Verhältnis zwischen Akustik, akustischem Klang, wir haben hier keine Lautsprecher zum Beispiel, und Elektronik? Dieser akustische Klang, das ist für mich eine längere Suche nach etwas Essentiellem oder Wahrem oder Wichtigem. Und ich wollte das Unverfälschte, das ganz Ursprüngliche, was für mich dann auch ein Stück Wahrheit ist. Wahrheit über unser Sein und so, das Körperlichsein, das Materielle. Und das hatte ich dann in diesen Maschinenapparaten gefunden, was natürlich auch in vielen anderen physischen Vorgängen passiert. Aber ich konstruiere daraus jetzt quasi neue Instrumente und gestalte diesen ursprünglichen Klang. Und das ist sozusagen die Essenz. Man wird mit etwas ganz Ursprünglichem, sehr Direktem konfrontiert oder auch angeregt oder entführt, wie auch immer, in eine neue Klangsphäre. Wobei ich dann als Apparate immer etwas genommen habe, was aus meinem täglichen, aber auch handwerklichen, aber auch vielleicht industriellen Zusammenhang mir entgegengekommen ist, was verschiedene Klänge und Geräusche gemacht hat, sozusagen unsere apparatehafte, durch Maschinen und Geräte durchtränkte Kultur hat ja tausende von solchen Apparaten. Und diese Apparate forme ich jetzt zu einem Konzert. Das heißt, ich benutze zwar auch Elektronik, das ist ein Hilfsgerät, der Computer ist ein Hilfsgerät, um schlicht die Komposition zu speichern und wieder abzuspielen. Alle Klänge sind ganz natürlich, ganz real. Sehr, sehr langgezogenen Raumes reagieren. Wie hast du die Auswahl getroffen für deine Instrumente hier jetzt? Ja, der Raum hat auch so eine eigenartige und besondere Halligkeit. Das heißt, ich habe dann Instrumente genommen, die meiner Ansicht nach ganz gut mit so einer Art Raumecho zusammenspielen können. Und dann habe ich hier noch ein paar Instrumente ausgewählt, die die Länge des Raumes auch ausspielen können. Wie zum Beispiel die Knackdosen, die sind 32 Meter lang, die kann man hier wunderbar, konnte sich hier entfalten. Oder auch so ein raumgreifendes Objekt wie der Schwirrer hier. So, dass der Raum gut auch zur Geltung kommt und die Breite und Länge sozusagen gut ausgespielt werden kann. Deswegen diese Verteilung. Nicht? Natürlich sind es auch Instrumente, die besser auch für eine Installation, die auch ständig hier stehen kann, gut geeignet sind. Es gibt Instrumente, die etwas komplexer sind, die dann nur für ein Konzert geeignet sind. Deswegen kann man die natürlich nicht hier ausstellen. Genau, das Publikum wird auf zwei Arten und Weisen die Chance haben, das zu genießen während der Ausstellungszeiten.
einzelne Elemente, kleinere Kompositionen, Miniaturen, die du speziell komponiert hast für die Konstellation der Geräte hier in genau diesem Raum. Wir stehen hier neben einer roten Säule. Was wird das Publikum mit dieser Säule dann machen? Genau, diese kleinen Stückchen, wo eben ein paar Instrumente zusammenspielen, die sind dann in so einem dieser Steuersäule gespeichert und die Besucher können hier dann so eine Auswahlschalter, 4 Kompositionen aussuchen und wenn sie eben diesen grünen Knopf drücken, dann wird diese kurze Komposition gespielt. Und ich hoffe, dass das auch die Fantasie anregt, weil man muss natürlich auch diese Instrumente erst einmal kennenlernen, ihre Eigenschaften, ihre Eigenarten. Und wenn man so mehrere kleine Stückchen gehört hat, denke ich, dass das auch wunderbar die Fantasie anregt, sich ein Konzert vorzustellen. Ja, und das ist eben wunderbar, dass du dann auch Konzerte im Zeitraum der Ausstellung live spielen wirst. Du wirst dann selbst vom Laptop aus und von einem MIDI-Keyboard aus die Gesamtheit des Orchesters steuern. Genau. Es gibt ja auch viele verschiedene Möglichkeiten zu spielen und ich habe ein paar Kompositionen, die schon etwas mehr als man eigentlich hier in die Installation spielen kann. Die habe ich dann im Notebook. Das heißt, man kann verschiedene Variationen